Herzlich willkommen in der Kunstkammer. Wir sind eure Kunsterklärer. Heute erklärt uns unser Kunstdozent Oleg Minz, der Maler ist, Architekt, Designer, Comiczeichner. Er erklärt uns heute die Kunstrichtung Suprematismus und zeigt uns, wie er ein Bild in dem Stil dazu malt. Viel Spaß beim Zusehen. Und nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Und schreibt unten in die Kommentare, was ihr gerne wissen möchtet, welche Kunstrichtung ihr kennenlernen möchtet, was unser Kunstdozent für euch malen soll. Viel Spaß! Also heute malen wir ein suprematistisches Bild. Suprematismus stammt von Lateinisch, Altlateinisch Supremus, also der Höchste. Das ist eine Stilrichtung der Moderne, der bildenden Kunst und hat Verwandtschaft mit Futurismus und Konstruktivismus. Also Konstruktivismus ist ein bisschen später, kann man sagen. Und entstand in Russland und hat Beginn 1915 und bis zum ungefähr 1930. Jahre. Der Gründer von dieser Richtung ist ein genialer, wirklich genialer russischer Künstler mit polnischer Herkunft in der Ukraine geboren, also Kasimir Malevich. Vollname Kasimir Severinovich Malevich, also Severin ist Vatersname. Er hat sehr gut beherrscht klassische Zeichnen, also er hat auch verschiedene Stile ausprobiert und hat eigenen Stil entwickelt. Die Hauptsache abstrakte Kombinationen geometrischer Formen. Also Perfektion der Komposition, das richtige Verhältnis von Formen, Größen und Farben. Bis heute sind die Ideen von Kasimir Malevich sehr aktuell und in der Welt von Mode und abstrakter Kunst schaut immer an diese alte klassische suprematistische Ideen. Kann man sagen, Manifest von Suprematismus ist ein berühmter schwarzer Quadrat von Kasimir Malevich. Schwarzes Quadrat, einfach schwarzes Quadrat auf hellem Hintergrund. Kasimir Malevich hat auch viele andere Bilder entwickelt. Und spätere Richtung vom Suprematismus, manche Forscher definieren als Postsuprematismus. Diese Bilder von Kasimir Malevich haben schon welche Formen, aber das sind meistens sehr dezent, nicht detailliert gemalt, ganz dekorationsmäßig und dekorativ. Sehr interessant. Also viele andere talentierte Künstler arbeiteten in dieser Richtung, also Lazar Lisitsky, Olga Rosanova, Ivan Klunkov, Pseudonyme Klun, und mein Lieblingskünstler in dieser Richtung, Nikolai Soetin. Er war auch Architekt, Theaterkünstler, sowas. Also, um ein suprematistisches Bild zu zeichnen, zuerst brauchen wir wahrscheinlich eine kleine Skizze. Für die Skizze braucht man kein gutes Papier. Wir machen ganz einfache Entwürfe und versuchen eine abstrakte Komposition finden. Die Linien von Malevich-Kompositionen sind meistens nicht parallel. Also das gibt bestimmte Lebendigkeit von unserer Kunstwerk. Also zum Beispiel will ich diese Variante machen. Und jetzt brauchen wir schon ein größeres Blatt. Das habe ich schon vorbereitet. Wir brauchen auch Kreppband. Und mit Hilfe von Kreppband können wir die Konturen von unseren zukünftigen Figuren richtig machen.
Mein Kreppband ist ziemlich breit, das ist kein Problem. Wir brauchen auch Mischpalette und wir können irgendwelche glattes Papier nehmen. Unsere Kreppband zuerst auf Papierfläche kleben. Nicht so fest. Ich brauche auch ein Messerchen. Und wir können verschiedene Breite machen. Warum brauchen wir das? Ich will auch Hintergrund machen und unsere Bände werden auch irgendwelche Rolle bei Malerei spielen. Damit bekommt man die Konturen. Ich mache später einen Hintergrund und die Konturen werden aber weiß bleiben. Ich will keine richtige geometrische Formen haben, deshalb mache ich nicht waagerechte Linie, sondern ein bisschen schräge. Könnte man einfach breite Kreppband kleben, aber in diesem Falle werden unsere Linien alle gleiche Breite haben. Es wird nicht so interessant. Wir können selbstverständlich nicht unbedingt mit Kreppband malen. Kann man auch einfach Konturen mit Bleistift machen. Und später kolorieren. Aber mit Kreppband bekommen wir wirklich scharfe, sympathische Konturen. Die Skizze kann man auch farbig machen, wie Sie wollen. Kann man Filzstifte benutzen oder Buntstifte, wie Sie wollen. Da ich später auch Hintergrund kolorieren werde, nutze ich diese weiße Fläche von meinen Figuren auch als Bildelementen. Ehrlich gesagt habe ich nicht 100% wie in meiner Skizze gemacht. Es war nicht die Hauptsache, genau nach Skizze machen. Die Skizze gibt mir eine Richtung und dann kann ich später diese Idee weiterentwickeln, etwas ändern und so weiter. Selbstverständlich kann man auch genau nach Skizze malen. In diesem Falle muss man aber alles richtig präzise übertragen auf Ihrem Blatt. Das machen wir heute nicht. So. Es sieht ziemlich weiß aus jetzt. Und jetzt können wir farbige Fläche machen. Dafür brauche ich schon die Farbe. Jetzt nehmen wir Pinsel und bemalen zuerst Hintergrund. Das kann man mit Pinsel, entweder mit Pinsel machen oder mit Schwamm auch. Ich mache jetzt mit Pinsel, damit mein Bild mehr lebendig aussieht. Also Pinselstriche sehen immer ein bisschen lebendiger als Schwammtopfen. Für Hintergrund nehme ich ziemlich helle Farbe und auch nicht gleichmäßig, damit es mehr lebendig aussieht. Und mache so ein bisschen chaotische Striche. Manche werden helle, manche dunkle. Es muss aber auf jeden Fall dunkle als weiße Farbe sein. Nach dem
Krebsband entfernen, soll unsere weiße Hintergrund auch eine wichtige Rolle spielen. Die Striche machen wir in verschiedenen Richtungen. Da ich auf einem Acrylpapier male, hat diese plastikmäßige Fläche vom Papier auch eine Wirkung, stoffmäßige Wirkung. Ich könnte Hintergrund kalt machen, also mit Blau. Das will ich aber nicht. Das gehört mehr zur klassischen Malerei und wir malen heute abstraktes Bild. Also Hintergrund muss nicht unbedingt kalt sein, wie im klassischen Malerei. Ich lasse ein paar Fläche frei. Das werde ich später mit anderer Farbe kolorieren. Und die von uns heute verwendete Methode gibt uns Möglichkeit, nicht warten, bis Hintergrund trocken ist. Wir können sofort unsere alle Konturen bemalen. Jetzt lassen wir diese Fläche einfach trocken. Wir können andere Pinsel nehmen. Und jetzt kann man die farbige Fläche machen. Das koloriere ich auch in verschiedenen Richtungen. Graumäßige Fläche sehr gut kontrastiert mit dem Rot und Orange. Aber unsere Grau ist ziemlich warm momentan, also es ist Sepia-Farben mit Weiß. Jetzt waschen wir ein bisschen unsere Pinsel. Damit unsere Farbe nicht ganz trocken ist. Und machen andere Figur, andere Fläche. Auch mit Rot-Orange. Jetzt will ich ein bisschen Okragelb nehmen und große Fläche machen. Die größere Fläche. Die Bilder von Malevich, von Kasimir Malevich, sind sehr oft mit Rot-Schwarz gemalt worden. Also, das ist aber nicht Merkmal vom Suprematismus. Ich kann irgendwelche Farbe nehmen. Jetzt will ich keine schwarze Farbe nutzen. Ein bisschen mehr lebendige Farbigkeit haben. Deshalb nutze ich Weiß. Jetzt haben wir kein Weiß, aber wir bekommen das nach dem Krebsband entfernen. Was ich noch nutze, ich nutze auch Textur vom Papier. Vom Acrylpapier. Plastikmäßige Textur.
Und ich nehme ein bisschen Blau. Ich lege Blau nicht sehr nah vom Rot, damit wir keine Kontraste, scharfe Kontraste haben. Rot und Blau sind ein bisschen spezifische, obwohl es manchmal gut aussieht, das ein bisschen spezifische, ich würde sagen, schmerzhafte Zusammensetzung. Blau und Gelb stehen im Kreis, Farbkreis gegeneinander, aber diese Zusammensetzung sieht gut aus. Nicht so schmerzhaft, würde ich sagen. Wie Licht und Schatten. Jetzt haben wir erste Stufe geschafft und ich lasse ganze Fläche ein bisschen trocken. Ich werde Haartrockner nutzen dafür. Nach dem Trocknen kann man akkurat unsere Kreppbandstückchen entfernen. Dafür kann man Zahnstocher nehmen. Oder für diejenigen, die lange Nägel haben, es wird einfacher für mich. So bekommen wir weiße Flächen. Und unser Bild sieht schon anderes aus. Muss man wirklich gutes Papier nehmen, damit unsere Kreppband Papierfläche nicht verletzt. Plastifizierter Acrylpapier passt ganz gut für solche Technik. Mit Leinwand kann man auch machen, ja. Leinwand ist auch ziemlich stark. Und jetzt, nachdem ich alles entfernt habe, kann ich auch weiße Kante von Blatt machen, auch mit Hilfe von unserem Creme, sorry, Creme.
Und dann bekommen wir ein lebensfreudiges, suprematistisches Bild. Falls ich schwarze Farbe nutzen würde, würde es ein bisschen mehr, sagt man, aggressiv, dieses Bild. Und mit weißer Kante, das ist mehr leicht.